Also ich könnte ihn für den anderen wieder fit machen, wenn ich ihn nochmal durchlocken will. Ein bisschen Schaden macht es ja schon. Und hält ihn auch kurz auf. Frage ist, lohnt es sich? Okay, da kommt er wieder. Ging jetzt wenigstens etwas besser. Puh. Okay, das nehmen wir mal mit. Die können wir auch mitnehmen. Steeldagger sehr gerne. Und Staff of Flame Artona. Auch eingepackt. Oh, wir haben gleich keinen Platz mehr. Dennoch was dabei. Nordmail Boots, Ranger Hood. Nee, sieht nicht so aus. Gut, die Light Boots brauchen wir eigentlich auch nicht. Okay, meine Healing, Stamina und meine Magicka. Wo Healing? Den Orkish Bow speichern und hocke so. Soulgem nehme ich gerne mit, den Skull brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Zumindest glaube ich da aktuell, dass ich ihn nicht brauche. Brauche ich einen Resist Fire? Was wollten die mit Fire machen? Die Frage ist, ist da unten noch jemand? Das weiß ich nicht. Wäre das hier ein guter Platz, um so ein, zwei Pfeile zu verteilen? Ich sehe von hier aus leider nichts. Das heißt, wir müssen wohl oder übel wirklich runter. So. Ich nehme den Alto-Wein mit. Da nehmen wir mal das, was in den Barrels ist. Und das nehme ich alle. Alles mal mitgenommen. Was ist das so? Nix, okay. Speicher lieber nochmal. Steht da nicht jemand? Das ist doch ein Schatten, oder? Ach nee, das kommt nur von dem Feuer hier, okay. Sweet Rolls! Gib ihm. Meine Sweet Rolls. So, wir könnten jetzt was schmieden, was natürlich auch vollkommen unauffällig, wobei gut, was heißt unauffällig? Ja, oder, ich meine, was heißt auffällig? Die Typen hätten hier wahrscheinlich auch geschmiedet, oder? Man weiß es nicht. Das ist auch gerade eine Zeit, wo sie eher nicht schmieden würden und sie würden sich fragen, was geht da los? Was geht da los? Was geht da vor sich? Ist bisher noch niemand. Hier könnte etwas mehr los sein. Da gerade jemand aufgestanden.
Okay. Der ist ja noch irgendwo. Oh, und wenn diese scheiß Höhlengeräusche nicht wären. Warte mal. Das geht mir echt auf den Sack. Also das ist echt nervig. Settings, Audio. Was ist das denn? Ist das Ambient? Ich weiß es nicht. Also das im Hintergrund ist auch nicht Ambience. Was ist das im Hintergrund? Das ist jetzt die Musik, ne? Das ist die Musik. Aber ich glaube, diese Samples, die abgespielt werden, das müsste Ambient oder Ambient sein, okay. Oh, das ist Teil der Musik. Sorry, habe ich nicht gesehen, egal. Ja, ich weiß, nicht sehr sneaky, aber pff, was soll ich machen? Sitzt er da einfach rum? Man kann ja rechnen. Auch noch in meine Richtung. Da hatte ich ja quasi keine Chance. So, ein Ruby. Ah, guck mal, hier geht's noch weiter. Da läuft jemand. Okay, hier kann ich, glaube ich, nochmal speichern. Frage ist, ist er der Einzige, der noch hier ist? Definitiv noch ein anderer dabei. Aber der ist wenigstens schon mal tot. Hat auch fast keiner gehört. Konnte ich noch mal einen Hit verpassen? Okay, ich muss was trinken. Ich habe ja genug bekommen. Plentiful Healing. Zack, weg mit dir. Platz machen. So. Wolfskin Cloak Ice. Der gefällt mir. Danke dafür. Was hast du? Amethyst, Gold, Lockpick und Wein und Steel War Axe. Ja, aber die verschwindet. Eine Wardrobe. Okay, Bücher, auf jeden Fall auch wieder. Argonian Account Book 3. The Real Berenzia. Gibt es einen falschen und einen echten Berenzia anscheinend? Oder mehrere falsche und einen echten? Oder vielleicht aber auch mehrere echte und einen oder mehrere falsche? Man weiß es nicht. Ich habe das Buch nicht gelesen. Oh, Sweet Rolls, die nehme ich auf jeden Fall mit. Ich liebe Sweet Rolls. Wer liebt sie nicht? Und ich habe zu viel zum Wandern. Toll. Ah, okay, zuerst einmal. Zuerst einmal die Stirn gezogen. Dann hätte ich eins davon abgelegt. Ich hätte es direkt einschmelzen sollen. Verdammt. Master, scheiße, ich speichere mal lieber. Das könnte eklig werden. Oh, siehst du? Hm.
Also man kann das auf jeden Fall aufkriegen, auch so als Normalo. Upsala. Verdammt. Ah, fuck you, es war so weit. Fuck you, Mann. Nein! WTF. So. Aber ich kann gar nicht. Ach doch, ich kann. Ach so. Ich habe das noch nicht geskillt. Das bringt mir jetzt wahrscheinlich nichts. Ja, okay, das war zu weit. Das muss also hier. Das ist besser. Oh, ja, endlich. Ist ja, glaube ich, nur 10 Lockpicks gebraucht. So, was gibt's hier Schönes? Dass sich das so gelohnt hat. Aber hey, ging ja relativ gut. So, das schmeiße ich wieder weg. Das brauche ich echt nicht. Walking Stick wiegt 3. Increases your stamina by 10 points. Weg mit dem Schaden. So, wenn ich jetzt hier die Sweet Rolls ansammle, ist, bin ich wieder voll, ne? Ja, aber ja klar. Gold und da unten ist auch nochmal Gold, ne? Hallo? Bin ich hier nicht so? Bei dem geht's. Aber bei dem Plate geht's nicht. Ist da irgendwie festgebackt oder so? Kann ich. Okay. Irgendwie Boogie. Plentiful Healing. So, was hast du da noch dabei, Kollege? Firmamental und sonst nichts, okay, gut. Weapons, was habe ich denn an Weapons, das ich wegschmeißen kann? Ancient Nord War Axe, die kann weg. Und das reicht schon. So. Das ist Fire, kann man auch sicherlich irgendwann mal gut gebrauchen. Echt auch noch keine Drachen gefunden. Das ist echt heftig. Ich habe es noch nicht drauf angelegt, aber was gibt's hier? Bärpelt. Ich habe es noch nicht drauf angelegt, aber trotzdem. Oh, hier geht's. Hier gibt's viele Tränke. Das gefällt mir auch sehr gut. Rüste mal wieder meinen Bogen aus. Wird sicherlich wieder eine Gelegenheit bekommen, das zumindest einmal aus der Ferne zu probieren. Apprentice Lock. Oh, Ebony Blut. Das ist gar nicht mal so schlecht. Die sind natürlich wieder recht schwer. Aber die sind besser als meine jetzigen. Kann ich gleich mal ausprobieren. Ebony Boots. Was steht da jetzt? Warmth 15 und Fair Coverage 14. Und was hatten denn die anderen? Was hatte ich denn vorher an? Also 15, 14 und die haben 12 und 14. Ja, guck mal, sind die anderen sogar besser.
Die Ebenys. Was will die sogar machen? Ebenezer Scrooge. Okay, der war echt schlecht. Was ist ein Food, was wir wegschmeißen können? Irgendwas Schweres. Back of a goat. Das brauche ich eigentlich nicht, ne? Ich weiß nicht, kann ich was draus kochen? Wenn es ein Job ist, halt auch voll schwer. Ja, das sollst du nicht machen. Du sollst das ausgerüstet lassen, so. Ach nein, du solltest eigentlich den Bogen ausrüsten. So rum. Jetzt ist richtig, okay. Ich habe nochmal gespeichert. Okay, hier ist echt ein bisschen größer als die anderen Dungeons, die man so kennt. Muss man echt mal sagen. Okay, da vorne scheint jemand zu sein, den wir für eine Quest brauchen. Hier ist ein Questmarker hier drin. Ich gehe erstmal zur Kiste. Ich schleiche auch extra. Noch eins weiter. Gold ist natürlich auch nicht schlecht. Nur mal speichern. Müsste hier irgendwo stehen. Oder er ist halt weiter unten. Er ist weiter unten. Der. Weiter oben geht nicht. Es ist ganz schön groß hier, muss man mal sagen. Komm halt her. Oh je. So. Kämpfen mit Schild macht schon irgendwie Spaß, muss man sagen. Heavy Painted Round Shield. Ist da irgendwas dabei, was gut Geld gibt? Das Round Shield ist leider auch nicht gut genug, als dass man es unbedingt mitnehmen muss. Ich glaube, von hier brauche ich aber auch nicht unbedingt was. Die ist ja EMT und die auch. Okay. Könnt ihr Full Stamina? Ich speichere lieber nochmal. Also hier scheint noch niemand zu sein. Hier ist nur eine Kiste. Okay. Oh, cool. Die Masken sehen so geil aus. Ich weiß zwar nicht genau, was die machen, aber die kann man sich bestimmt irgendwo. Oh, da kann man genau die Rüstungssteller mit ausstatten. Das ist geil. Das ist cool. Man kann es aber auch selbst anziehen, wenn man will. Quick Saving, warum auch nicht, ne? Ultimate Healing, wow. Oh, hab ich mich erschrocken. Ja.
Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Holy shit. Okay, komme ich hier irgendwie rein? Gibt's hier einen Schalter? Da drin scheint jemand zu schmieden. Ich hoffe, er ist alleine. Okay, ich speichere jetzt mal lieber nicht. Ah, man kann leider nicht durch die. Man kann leider nicht durchgucken. Okay, ich glaube, hier kann ich nochmal speichern. Das ist der Chef. Was sind jetzt ja super stark wieder? Voll cool, wenn man den so mit dem Schild wegräumt. Cool. Boss Marine Force Cross. Das muss ich mit. Das ist natürlich geil. Diesen. Was alles viel wert, verdammt. Man kann doch keine Sau tragen. Und keine Schmelze in der Nähe. Scheiße. Alles ist da, nur keine Schmelze. So, mal gucken, was ist denn hier in der Kiste? Gold. Okay, Dwarven Crates. Oh, okay. Ah, ich guck mal, was ich da lassen kann. Mhm. Theoretisch die Imperial Swords. Gut, die kann ich auch mal wegtun. Die braucht echt keine Sau. Das ein Sword kann eigentlich auch hier bleiben. Die ein War Axe auch. Nettlebane. Das ist übrigens Nettlebane. Mhm. Ein paar von den Steel Daggers könnten da bleiben. Ich leg mal alle ab. Boah, das macht einiges aus, ey. Okay, weißt du was? Dafür nehme ich dann aber das eins der Schwerter wieder mit. Oh, da kann ich noch ein paar Daggers mitnehmen. So, was, wie viel wiegen die? Ach so, ja. Scheiße. Okay, das kann aber noch mit. So, jetzt habe ich aber das andere auch nochmal eins. Oh, warte mal. Okay, gut. Steel Ingots ist jetzt nicht so wichtig. Requires Key. Den Key habe ich nicht. Wo kriege ich den Key her? Habe ich den irgendwo übersehen? Mir fast nicht vorstellen. Ah, wie dem auch sei. Hier, da. Ich würde aber schon gerne wissen, wo der Schlüssel ist. Verdammt. Eine Lute? Laute? Loot. Aha. Da. Forgotten Tower Key. Und ein Deerhide. Mal gucken, ob da was Brauchbares drin ist. Warum ist es jetzt? Ist es jetzt schon auf, oder was? Ist auch witzig. Nichts ist drin, außer ein Bett und schmutzige Kleidung. Super. Naja, egal. So, ab raus hier.
Ach nee, da brauchten wir auch den Schlüssel, okay. Da war nicht nur dafür da, verstehe. Okay, mein Pferd ist da unten. Dem scheint es gut zu gehen. Ich speichere schnell mal. Das ist schon krass, dass war alles unterirdisch hier ist. Auf jeden Fall cool. Das ist eine coole Festung. Map. Wo sind wir denn? Da sind wir. Wir würden gern zurück nach Whitron. Wir würden gern zurück nach Whitron. Von daher einfach der Nase nach, würde ich sagen. Also da, Richtung blauer Pfeil. Okay, da haben wir die nächste Festung auseinandergenommen, Banditenfestung. Und diesmal war es nicht so schwer, auf jeden Fall. Diesmal ist es einfacher gewesen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob die Typen einfach schlechter waren oder ob wir im Level jetzt ein bisschen besser geworden sind oder ich weiß es nicht. Ich glaube, ich reite falsch. Ich reite mal hier runter. Ja, ich vermute fast, dass die Banditen halt nicht so stark waren. Aber genau wissen tue ich es natürlich nicht. Ich hoffe natürlich dafür, dass die genauso schwer waren und wir einfach nur besser geworden sind. Wobei sich unsere Rüstung jetzt nicht um so viel verbessert hat. Aber nun gut. Wir müssen auf jeden Fall erstmal zurück und unseren Scheiß verkaufen, weil wir haben so viel Zeug dabei und wieder ein bisschen was auch in unsere Truhen legen. Wir könnten eigentlich auch mal wieder was kochen. Könnten eigentlich mal wieder was kochen und sogar ein bisschen Alchemie machen. Das wäre mal eine ziemlich gute Idee sogar. So, hier müsst ihr, genau, da ist das Camp. Das heißt, wir sind schon fast wieder zu Hause. Ist nicht mehr so weit. Wenn euch erinnert, hier hat ein epischer Kampf stattgefunden zwischen Imperialen und Sturmmänteln. Den wir natürlich für. Für die Imperialen entscheiden wollten und uns am Ende mit den Sturmmänteln ein Feuer gesetzt haben. Ja, ich weiß, nicht so, na, wie sagt man? Nicht so, konsequent, aber naja. Was willst du machen? Tja, und da ist Skyrim einfach abgeschmiert, ohne Vorwarnung. Das ist sehr schön. Gut, wir sehen uns dann wohl gleich wieder. Ciao. Dragonborn. Stop!